Jo, hey Leute, hier ist wieder Mr. Sigurd TV. Und ja, wir sind hier bei einem neuen Part von unserem Let's Play. Und zwar wollte ich euch heute hier so einen krassen Dungeon zeigen, den wir halt momentan machen. Seitdem wir halt das Fortress besitzen. Wir haben das jetzt seit einer Woche ungefähr. Und machen eigentlich täglich hier so einen Dungeon. Ist ziemlich nice. Man kann hier zweimal täglich rein. Und wir machen das meistens einmal für die Lowies und einmal für die Höheren. Für die Lowies machen wir das so im Level 60 bis 80er Bereich und da sind wir jetzt hier gerade. Und hier sind dann auch Unix und sowas und die geben halt echt massig EXP und das nicht nur unbedingt für die Lowies. Also ich selber bin ja auch noch nicht so hoch, ich bin Level 88, aber zähle sozusagen zu den höheren Leuten aus der Gilde. Und auch für mich bringt das hier ultra viel. Und natürlich der Dungeon, den wir sonst noch machen, also wir machen ja noch diesen höheren Dungeon. Der gibt natürlich extreme Prozente für mich, also das ist schon krass. Und ja, also ich wollte euch das nur mal zeigen, weil ich kannte das hier selber echt überhaupt gar nicht. Also für mich ist das hier auch selbst ganz neu. Und ich kann dazu nur sagen, das ist echt mega krass. Und seitdem wir das hier machen können, leveln unsere Leute aus der Gilde halt echt mega schnell. Und es ist ziemlich nice, also weil man macht halt was zusammen. Und wie man sehen kann, zum Beispiel jetzt gerade in der Gilde, die Leute, die on sind, sind alle hier mit uns gerade hier unterwegs. Und damit zieht man auch die Leute echt so auf ein Level. Und das ist cool, weil jetzt, wenn die ganzen Level 60er Leute auf 70 kommen, dann können wir alle zusammen die Yangan Cave auch gehen und dann dort ein bisschen zusammen leveln, weil da gibt es ja dann die Unix. Weil wenn ich nicht hier bin, also wenn ich nicht diesen Dungeon mache, dann bin ich eigentlich immer in der Yangan Cave und mache da meine Unix, weil da spawnen ja immer wieder Unix und das ist ziemlich nice, also es läuft ziemlich gut, deswegen bin ich jetzt auch Level 88, also ich habe ziemlich gut gelevelt in der letzten Zeit, also für meine wie soll man das sagen, für meine Bedingungen und ja, ist auf jeden Fall ziemlich nice, macht viel Spaß und ich wollte das halt einfach mal zeigen, weil für mich war das ganz neu und ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, also ich habe mal gehört, dass sowas gibt und ich wusste nicht, was es bringt und vor allem, dass man jetzt hier so krass leveln kann dann. Und ja, unser Fellow Pet ist mittlerweile auch Level 85, also richtig, richtig nice. Ist jetzt mittlerweile etwa auf meinem Level. Also ist nur drei Level unter uns. Das Einzige, was echt schade ist, hier bei dem bei diesem Dungeon, ist, dass man nicht im Job-Modus hier rein kann. Ansonsten wäre das hier echt optimal, also könnte ich mir nicht besser vorstellen. Ja, so ist es. Eine Sache für die Leute, die meine Videos kennen von früher. Es ist mega nice. Ich hatte immer das Bedürfnis, so eine Quest zu machen, die aber nicht funktioniert hat, weil die irgendwie verbuggt war. Und ich konnte sie heute endlich machen. Das ist so ein geiles Gefühl gewesen, endlich diese scheiß Quest zu machen. Ja. Wie man sehen kann, in 30 Minuten ist auch das Fortress War. Und deswegen wollen wir jetzt hier gerade auch noch ein bisschen reinhauen. Und ein bisschen noch das nutzen, weil wer weiß, vielleicht wird es uns ja heute abgenommen. Das wissen wir nicht. Wir werden es auf jeden Fall verteidigen, so gut wir können. Aber naja, mal gucken. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und ja, einfach mal jetzt ein bisschen labern. Einfach mal quatschen. Schon länger nichts aufgenommen. Aber halt, wie ihr beim letzten Part ja wahrscheinlich gemerkt habt, dass ich streame jetzt momentan erstmal nicht. Ich nehme ganz normal auf. Einfach weil es lagfreier ist und generell von der Qualität einfach so ein bisschen besser. Ja. Und das Hochladen geht halt generell sowieso jetzt sehr schnell. Früher hat das Hochladen bei mir ja ziemlich lang gedauert, weil ich eine extrem schlechte Internetleitung hatte. Jetzt geht das aber um einiges besser. Von daher kann ich auch eigentlich ganz gemütlich Videos ganz normal hochladen. So. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Klar, ich habe jetzt noch nicht so viel hochgeladen, deswegen habe ich auch noch nicht so viele Viewer und sowas, aber was soll's, so ist es. Ich habe es mir ausgesucht, als ich meinen Charakter, also meinen Channel gelöscht habe damals. Und ja, so ist es halt einfach. Aber es ist auf jeden Fall immer noch so, dass ich mich freue, hier Videos hochzuladen. Vor allem mit dem Gedanken, dass es vielleicht demnächst besser wird noch. Hier, man kann hier auch sehen, der Dungeon, der geht
insgesamt 20 Minuten. Und jetzt sind es noch 5 Minuten, bis der hier zu Ende ist. Und dann haben wir eigentlich in dieser Zeit geile Prozente gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Prozent ich hatte, als wir hier hingegangen sind. Aber ich habe auf jeden Fall schon so um die 10% wahrscheinlich gemacht. Und ja, jetzt habe ich 38%. Das eine Unit hier hat nochmal richtig gut gegeben. Und ja, ich hoffe, für die Lowies gibt es noch mehr. Ich gucke hier gerade mal. Hier, da haben wir zum Beispiel Stray Wolf ist Level 70, Exception ist 71. Bratata kommt jetzt auch bald Level 70. Und dann haben wir noch ein paar in der Gilde, die jetzt Level 69 genau sind. Die sind leider nicht da. Hier zum Beispiel Rauros und Ilianor. Die sind jetzt 69, Heaven Rage ist 66. Ja, und wenn die alle erstmal Level 70 erreichen, das wird nice, weil ich will unbedingt jetzt in den nächsten Tagen regelmäßig auch zu Medusa gehen. Und ja, da brauche ich auf jeden Fall ein paar Leute in diesem Levelbereich, dass die mit können, weil dann haben die einfach mega Prozente. Bratata zum Beispiel hat jetzt gerade geschrieben, er hat 40% bis jetzt gemacht. Und das ist mega. Das ist mega nice. Also wann kann man in dieser kurzen Zeit, das sind 20 Minuten, die man hier ist, wo kann man so viel Prozent machen? Vor allem, wenn wir das höhere machen, das für die High Level, da kriege ich auch richtig Prozente noch. Und das in meinem Level, das ist echt mega gut. So. Aber ich muss hier teilweise auch manchmal noch ein bisschen aufpassen, weil hier die Viecher echt guten Damage machen können. Also ich darf das nicht unterschätzen. Ich bin hier schon das ein oder andere Mal hier fast abgekratzt. Gott sei Dank noch nicht gestorben, aber fast. Wenn ich auch gucke, hier zum Beispiel mein Fellow hatte 0 SP am Anfang. Der sammelt ja Skillpunkte für mich. Und jetzt hat er gleich schon sein SP-Täschchen ganz voll. Das ist gut. Also ich kann das ja vergleichen. Ich weiß ja, wie lange dauert das, wenn ich selber level, bis es voll ist. Und jetzt geht das hier so schnell. Das ist echt krass. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Also für die Leute, die das nicht kennen, wenn ihr einen Fortus haben solltet oder so, ja, motiviert auf jeden Fall eure Gildenleader dazu, mit euch sowas hier zu machen, weil es lohnt sich. Also ich hatte damals schon mal einen Fortus mit meiner früheren Gilde und so, nur wir wussten gar nicht, dass man hier sowas machen kann. Und dann hat ich irgendwann mal gefragt, hier, was ist das? Und dann meinte man zu mir, ja, das lohnt sich nicht, das bringt kaum was. Aber es bringt ja mega krass was, wie man hier sehen kann. Und selbst wenn es halt mehr für die Lowies bringt, dann ist es halt so. Ist ja trotzdem mega geil. Vor allem, weil man hier einfach was zusammen macht. Man sieht ja auch, also hier, wir sind ja auch Level 109er ist dabei. Level 93er und 88er. Wir drei sind ja zu hoch hierfür, aber wir machen das ja gerne für unsere Leute. Und ja, bringt ja allen was. So. Ich habe gerade nebenbei eine Lasagne im Backofen. Auf die freue ich mich schon. Die esse ich gleich direkt nach dem Dungeon. Und ja, da kann ich direkt so nebenbei auch sagen, hier, ne, wir haben halt unsere Gilde Bruderschaft. Und jeder, der Bock hat, Interesse hat, der kann jederzeit dazukommen. Wir suchen immer nette Leute, wie man sehen kann. Also wir sind 46 von 50 Leute, aber es finden sich immer Leute, die man raustun kann. Und wir machen gerne Platz für Leute, die Bock haben zu zocken. Und wichtig ist uns halt nur, dass man nicht bottet und dass man halt einfach Bock aufs Game hat und nicht nur im Taxi rumsitzt und so, sondern einfach selbst levelt. Und wie man sehen kann, wir machen auch was zusammen, weil das ist immer das, was gesagt wird, ja, levelt ihr auch zusammen? Wir leveln nicht ganz normal zusammen, wir gehen jetzt nicht raus und machen jetzt die Earth Ghost Quest zusammen, das lohnt sich halt nicht. Wenn man das machen möchte und jemanden findet aus der Gilde, der das auch will, super, geil, könnt ihr machen. Aber es lohnt sich halt mehr, später so ein paar Sachen einfach zusammen zu machen, wie sowas hier oder Young Gun Cave. Generell, auch Low-Level-Unix, zum Beispiel Tiger Girl, Cerberus, Captain Ivy, da helfen wir uns immer gegenseitig. Und ja, das ist eigentlich so das ganz Coole hier bei uns in der Gilde, finde ich, dass man halt sich bei solchen Sachen so unterstützt und das Leveln ist dann einfach um einiges angenehmer. Gut Leute, das war's auch mit der Eigenwerbung und mit dem Let's Play Part. Das war nur super kurz, ich weiß, aber ich wollte euch das hier einfach mal zeigen, einfach weil es für mich auch ganz neu war. Und das ist jetzt sowieso hier ein paar Sekunden vorbei, oder jetzt. Und ja, dann beende ich hier auch das Video. Haut rein, Leute. Viel Spaß noch und bleibt legit.